Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24 TV. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24 TV. Gerald Groß gegen Eva Schütz, das neue Diskussionsformat, das ja wöchentlich für extrem viel Sprengstoff sorgt. Der wortgewaltige Politblogger gegen die Express-Verlegerin. Ja, wir werden heute wieder sehen, wie dieses Duell ausgehen wird. Politisch ist Frau Schütz konservativ. Das kann man ja, glaube ich, so sagen, mit einem leichten Schlag in Richtung rechts, oder? Ja, ich würde sagen mittig, wirtschaftsliberal, konservativ, mit einem nicht allzu großen Schlag gegen rechts. Ja, und Gerald Gross sieht sich meist gern als Mann der Mitte. Andere sagen, ja, er ist unser rechter Frontmann. Kann man das so sagen? Beurteilungen von anderen obliegen ja nicht mir. Ja, mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Sie heute wieder zu dieser Sendung. Grüß Gott, Frau Schütz. Danke für die Einladung. Hallo, Herr Groß. Ja, zuerst gleich die erste Frage an Sie, Frau Schütz. Eigentlich müsste es Ihnen jetzt wirklich gut gehen. Marine Le Pen in Frankreich liegt vorne, 33%. Wenn die Stichwahl in einer Woche so ausgeht, könnte sie fast schon die absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung erreichen. Wie sehen Sie eigentlich diese Entwicklung von Marine Le Pen, die Frau, die seit 20 Jahren mehr oder weniger das Erbe ihres Vaters weitertreibt und jetzt ganz kurz davor ist, den größten Erfolg ihrer Karriere einzufahren? Das ist, glaube ich, eine sehr beachtenswerte Entwicklung. Und ich glaube, man darf Marine Le Pen, natürlich ist es die Entwicklung ihres Vaters, die sie weitertreibt, aber sie hat sich da in sehr vielen Themenbereichen auch deutlich distanziert, auch deutlich in die Mitte bewegt. Sie erinnert mich ein bisschen an Giorgia Meloni auch in Italien, wo man doch sieht, dass auch Rechtsparteien oder Parteien, die aus einer Rechtsaußenbewegung eigentlich kommen, durchaus eine sehr pragmatische Politik machen. Und man wird das auch bei Marine Le Pen, die ja in letzter Zeit durchaus auch vernünftige Ansätze hatte. Ihr Vater, glaube ich, war hoch umstritten. Da hat man wirklich gesagt, das ist so rechts außen, das ist unwählbar. Aber man sieht ja auch in Frankreich, dass das Problem der Migration fast nicht mehr bewältigbar ist. Es brennen die Autos, es kommt permanent zu Krawallen. Die Polizei traut sich auch in manche Stadtviertel gar nicht mehr hineinzugehen. Und das sind natürlich Zustände, die wollen die Menschen dort nicht. Und ich glaube, daraus erklärt sich einfach dieser Wahlerfolg von Marine Le Pen und auch von ihrem halt auch sehr jungen Kandidaten zum Ministerpräsidenten. Ja, so wie es momentan aussieht, dürfte Le Pen keine absolute Mehrheit bekommen. Wir müssen natürlich abwarten, was die kommende Woche bzw. die Stichwahl bringen wird. Trotzdem ist dieser Durchmarsch, den wir jetzt schon sehen, beachtlich. Ja. Die Rechten im Vormarsch und vor allem rechte Frauen. Marine Le Pen, Giorgia Meloni in Italien. Ja. Alice Weidel in Deutschland. Alice Weidel am Wochenende mit 80% in der AfD, die im Übrigen nicht bekannt dafür ist, bei jedem Bundesparteitag harmonisch vorzugehen, harmonisch mit 80% wieder zur AfD-Chefin gewählt worden mit Dino Coppola. Aber zu Ihrer Frage kommen, der Erfolg von Marine Le Pen und das Rassemblement National ist historisch. Wir brauchen gar nicht diskutieren, wenn wir den Vergleich zum Vater ziehen, der vor 30 Jahren ein Schmuddelkind war, das Jörg Haider an ihm ums Verrecken nicht anstreifen wollte. Also Haider wollte mit Le Pen überhaupt keinen Kontakt. Le Pen stand bei 5%. Und wenn wir nun vom Front National über Rassemblement National heute die Entwicklung dieser Partei sehen, bei 33% stärkste Partei wird möglicherweise am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit erringt. Ja, dann ist das eine beachtliche Leistung. Nur sehe ich, und da bin ich einer anderen Meinung als die Eva Schütz, sehe ich nicht die Veränderung bei Marine Le Pen, sondern ich sehe die Veränderung bei der Gesellschaft. Ja,
Das heißt, immer mehr Menschen sind die letzten 30 Jahre draufgekommen, dass dieses immer wiederkehrende Versprechen, wir bringen die Migration in den Griff, wir schauen schon, dass die Gesellschaft sich nicht auseinanderdividiert, dass sich diese Rüttelschwüre als falsch und nicht zu sagen als verlogen herausgestellt haben. Emmanuel Macron ist mit seiner Zentrumspartei ja auch als plötzlich als konservativ-liberale, als liberal-konservativer gestartet und wir sind dann immer mehr draufgekommen, dass der in Wahrheit linke Politik macht. Ja, so. Und ich habe es heute eh schon einmal gesagt, nach Marseille fahre ich nur mehr mit einem Panzer, weil ich mich durch die Außenbezirke nicht traue. Ganz einfach. Und ich habe jedes Mal ein mulmiges Gefühl, zum Alten Hafen nach Marseille zu fahren, wenn du dir die Außenbezirke, die Banlieues anschaust. Und das ist die Konsequenz. Ich glaube, Marine Le Pen, da gebe ich, muss ich Ihnen jetzt recht geben, natürlich das Problem der Migration in der französischen Gesellschaft hat sich durch die Maghreb-Staaten so intensiviert, dass man jetzt, und ich finde, das ist auch schon ein bisschen eine Parallele zu Wien jetzt, weit hergeholt natürlich, aber wenn man sich das Bildungs- und das Schulsystem in Wien anschaut, auch da fängt die Infrastruktur jetzt langsam an zu zerbröckeln. Man weiß nicht, wie man die Kinder, im Zuge des Familienzuzugs zu uns kommen, noch unterbringen kann. Wir stehen eigentlich vor dem Zusammenbruch der Infrastruktur, vor allem in Wien. Das hat in Frankreich offenbar schon vor längerer Zeit stattgefunden. Und das Migrationsproblem, das damals ja vor 30 Jahren auch schon, aber halt ein bisschen, finde ich, extremer aufgezeigt wurde, das wird jetzt schlagend. Und vielleicht auch, weil man einfach 20 Jahre zugeschaut hat, nichts gemacht hat, richtig, nicht einmal das anerkannt hat als Problem. Und wenn man halt 20 Jahre ein Problem negiert, dann wird es irgendwann zum richtigen Problem. Und da stehen wir jetzt sowohl in Österreich in einem überschaubareren Rahmen, als auch in Frankreich, als auch in Italien, als auch in ganz Europa. Und weil, muss man auch dazu sagen, das reine Ansprechen des Problems sofort als rechtsextrem geframed wurde. So, daher ist es für mich jetzt keine Überraschung, dass Marine Le Pen gewählt wird. Und da wurde auch keine Rechtsextreme gewählt, wie auch in Italien Giorgia Meloni keine Rechtsextreme ist und auch kein Herbert Kickl oder ein Viktor Orban keine Rechtsextremen sind, sondern das Establishment tut sich jetzt besonders schwer, jene, die als rechtsextrem geframed wurden, diffamiert wurden, plötzlich als bürgerlich-konservative Rechtsparteien der Mitte anzuerkennen. Jetzt haben wir ein Problem mit dem medialen Establishment. Jetzt hast du in Wahrheit 34%, 33% Marine Le Pen-Wähler. Das heißt, das ist zu einer Volkspartei geworden. Die ist breiter als irgendein Narrensaum. So, was tust du jetzt als französischer Journalist, der die letzten 20 Jahre gesagt hat, die Le Pen ist eine Rechtsradikale? Jetzt müssen alle die zurückrudern, die in Wahrheit politisch falsche Einordnung. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, ob der Gerald Groß recht hat, nämlich ob diese mediale, eher linksgerichtete Berichterstattung jetzt wirklich zurückrudert, das glaube ich nicht. Und ich glaube, man wird das noch mehr an den rechten Rang drängen und damit halt 34% der Bevölkerung eigentlich als rechtsradikal bezeichnen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Ja, trotzdem muss man das ein wenig hinterfragen. Und zwar einen Punkt muss man hinterfragen. Also 33% bekam die Partei von Le Pen. So wie es momentan aussieht, wird sie die 289 Sitze, die sie braucht für eine absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung, wahrscheinlich nicht bekommen. Derzeit sagen die Prognosen, sie kriegt 250, 260. Aber wir werden sehen, wie das ausgeht. Trotzdem eine Frage an Sie, Frau Schütz. Ja? Früher war es ja so, dass die rechten Parteien, das waren reine Männerbünde, verrauchte Hinterzimmer, Wirtshäuser, viel Bier, markige Sprüche. Heute ja, gibt es Frauenparteien. Auch Frauen wählen Le Pen, und zwar nicht so wenige. Es heißt, bis zu 30% haben Frauen ihre Partei gewählt. Woran liegt das? Sind die Rechten plötzlich sexy geworden? Vielleicht sind die Frauen bei den Rechten sexier geworden, wenn man das so sagen kann. Nein, ich glaube, es liegt daran, dass natürlich Frauen vielleicht manchmal ein bisschen weniger hart formulieren, dass man das ein bisschen weicher auch rüberbekommt. Frauen vielleicht auch ein bisschen als weniger Radaubrüder gelten, ein bisschen rationaler argumentieren können. Also ich finde zum Beispiel auch Giorgia Meloni sieht man ja, dass die eigentlich auf einer sehr rationalen Ebene agiert. Die schreit nicht herum, die stellt sich in kein Bierzelt und schreit dort herum. Also es wirkt nicht so schlimm wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Herbert Kickl oder die FPÖ in Wien oder auch in Österreich. Also das macht es halt schon ein bisschen netter, ist täuscht auch vielleicht, aber ich finde, klassische Politiker zurzeit auf der rechten Seite sind eigentlich eher Frauen.
Ja, trotzdem, die Worte, die Meloni im Wahlkampf ausgesprochen haben, waren hart. Sie hat es halt nur freundlicher gebracht als viele ihrer männlichen Kollegen. Alice Weidel in Deutschland, wie gesagt, die kann wiederum nicht mit Marine Le Pen. Marine Le Pen, die Französin, hat Alice Weidel und der deutschen AfD den Stuhl vor die Tür gestellt, hat die AfD praktisch rausgeworfen aus der Idee, das ist eine der großen Gruppen innerhalb der Europäischen Union. Offensichtlich, diese Frauen können nicht so ganz miteinander. Doch, doch. Die beiden Frauen können, glaube ich, sogar sehr gut miteinander. Das Problem, warum die AfD aus der Idee schlussendlich geflogen ist, war nicht Alice Weidel, auch nicht Tino Chrupalla, auch nicht einzelne Landesverbände der AfD, sondern die Person Maximilian Krah, der Spitzenkandidat, ganz einfach. Und da war es auch weniger sein Interview in der La Repubblica über die Waffen-SS, das Matteo Salvini durch die Decke gehen ließ und natürlich auch Marine Le Pen, sondern eher die Tatsache, dass ausgerechnet dieser Herr Krah vor Vieren bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich für Eric Zemmour eine Wahlempfehlung abgegeben hat und nicht für Marine Le Pen. Das tust du in einer Parteienfamilie nicht. Wenn du in einer Parteienfamilie bist, bist du loyal. Und was zum Beispiel jetzt mit dieser neuen Fraktionsgründung, warum die AfD wieder nicht dabei ist, kann ich Ihnen auch ganz einfach erklären, weil nämlich der Herr Krah es auch geschafft hat, die letzten 5 Jahre Viktor Orban massiv zu verprellen. Ja, also warum soll sich Kickl, Orban, Le Pen, Salvini, Wilders mit einem Menschen auseinandersetzen, der sich illoyal gegenüber eigenen Schwesterparteien gezeigt hat, weil er auch halt einfach kein Teamplayer ist und ein Egozentriker ist, ein egoistischer. So, das ist das Problem, warum dann schlussendlich die AfD aus der Idee geflogen ist. Wobei, jetzt werden die Karten neu gemischt, es kommt zu einer neuen Fraktion. Kurzfristig wird es keinen Beitritt zu Patrioten für Europa geben, glaube ich, zumindest als Beobachter. Aber mittelfristig ist das durchaus möglich. Allein wenn ich jetzt an den Parteitag denke, der AfD in Essen, der wirklich für diese Partei wirklich in größtmöglicher Harmonie passiert ist. Aber eine Sache möchte ich schon sagen. Rechtsparteien, verrauchte Hinterzimmer und brüllende Männer. So. Also erstens, Männer haben natürlich die Bruststimme, die klassische. Frauen operieren über die Kopfstimme. Also meine Frauen klingen das heißt, eher hysterisch und brüllen weniger. Du kommst mit der Kopfstimme nicht so hoch oder nicht so laut wie mit der Bruststimme. Das kommt drauf an, wie laut man schreit. Das nur zur Anatomie der Frau. Aber wenn ich an Susanne Ries-Passa denke, die erste Vizekanzlerin der Republik, Parteichefin, an Helene Batik-Pablé, 86 AKA-Untersuchungsausschuss, Liane Hörbiger Lehrer, Mares Rossmann. Wenn ich heute an Marlene Swatzek in Salzburg denke oder Frau Dr. Fürst aus Oberösterreich, dann schaut es mir nicht nach verrauchten Herrenbund aus, die Freiheitliche Partei. Das ist ja das, Partei. Was ich gesagt habe. Momentan ändert sich das. Ja. Nein, ich würde sagen, es ändert sich seit 30 Jahren. Naja, es gab früher auch die Heide Schmidt, Spring, Heide Spring hieß es damals, als sie sich abgegabt. Es gab auch Kremhild Ratnick, gut, ja, das gab es auch. Ja, aber, und das Frisurmodell aus Südkärnten. Nein, es gab viele Frauen. Ich würde Folgendes sagen, ich sehe in sehr vielen Parteien auf europäischer Ebene, betrifft jetzt aber nicht nur Rechtsparteien, sondern es betrifft in Deutschland Angela Merkel vor 17 Jahren, dass Frauen in die Spitzenpositionen wirklich aufrücken, und zwar in die sichtbaren, nicht Stellvertreter, nicht zweite, dritte Reihe, sondern wirklich Führungskraft sind. Denk an die britische Premierministerin Theresa May. Also da hat sich schon etwas getan. Lange war sie es nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Nein, eh nicht, aber jetzt noch einmal. Die einzige Frau, die man in den 80er, 90ern gekannt hat, 70er, 80er, 90er in ganz Europa, war die Margaret Thatcher. Das war eine Frau für 700 Millionen Einwohner. Das ist schon ein bisschen was anderes geworden, würde ich sagen. Wohl beachtlicherweise in Österreich findet das in dieser Form nicht statt. Pamela Rendi-Wagner ist ja eigentlich ein bisschen gescheitert, finde ich, schon auch an ihrer Stimme, an ihrer Rhetorik, an ihrer noblen Zurückhaltung, die halt im politischen Umfeld einfach nicht besonders gut funktioniert. Vor allem nicht, wenn man in der Opposition ist. Als Regierungspartei dann wieder besser, aber in der Opposition offenbar ist sie da wirklich überhaupt nicht durchgekommen. Und alles, was mir dann rhetorisch angelernt hat, hat einfach unfassbar gekünstelt gewirkt. Also nicht man kann eben das auch nicht dann, glaube ich, erlernen, selbst wenn man sich wirklich bemüht. Wenn man einfach der Typ dafür nicht ist und eher zurückhaltend ist, dann kann man sich nicht auf den Rathausplatz stellen und Freundschaft schreien, weil das glaubt einem halt einfach keiner. Ja, trotzdem gibt es momentan viele innerhalb der Sozialdemokratie, die sich bei Pamela Rendi-Wagner, die jetzt in einem Top-Job bei den Vereinten Nationen ist, zurückwünschen würden. Doch zurück nach Frankreich. Le Pen braucht aber auch einen Vorzeigemann. In Frankreich ist es ein ganz junger, 28 Jahre lang, Jordan Bardella. Er ist der, oder wäre
der Premierminister Frankreichs würden die Rechten tatsächlich die Mehrheit in der Nationalversammlung erlangen. Was sagen Sie zu dem jungen Mann? Ich find, da hat der Sebastian Kurz fast ein bisschen rückblickend einen ganzen Trend ausgelöst, dass man relativ junge Männer auch in die Politik holt. Aber wir erinnern uns natürlich, Karl-Heinz Grasser als jüngster Finanzminister, glaube ich, war ja damals auch erst 31 Jahre, wie er gekommen ist. Also das gab es alles schon einmal. Macht jetzt einen durchaus telegenen Eindruck, was er dann substanziell wirklich kann. Das wird man sehen, nehme ich mal an. Jugend allein ist noch keine Qualifikation, würde ich sagen. Er gilt als TikTok-Politiker, als Star auf Social Media, Foren, jung, fesch, extrem rechts, früher sogar ultrarechts, jetzt, wie Marine Le Pen es genannt hat, entteufelt die Partei. Ja, wie sehen Sie Bardella? Naja, die Variante, die technische Variante Jordan Bardella ist ja jenem Faktum geschuldet, dass Jordan Bardella EU-Spitzenkandidat war, des Rassemblement National, weil ja Marine Le Pen sich auf die Rolle als Kandidatin für das Amt der Staatspräsidentin vorbereitet. So. Macron hat dann gemeint, jetzt bringt er Marine Le Pen in die Zwickmühle nach der EU-Wahl und fordert sie quasi Marine Le Pen heraus um das Amt des Premierministers, um sie in Wahrheit zu verbrennen. So. Marine Le Pen hat aber erkannt, dass Jordan Bardella weit genug ist. Er hat die EU-Wahl geschlagen, so dass der Rassemblement National auf ersten Platz war. Und hat in Wahrheit den armen Hund, ehrlicherweise, weil der ist seit gefühlt 3 Jahren auf Wahlkampf, gesagt, wir machen nur Verlängerung 4 Wochen. Ja, du rennst einfach weiter. Und mit der Finte hat ja Macron nicht gerechnet. Macron hat geglaubt, er kann jetzt Marine Le Pen verheizen. Und Marine Le Pen hat gesagt, ich bin Parteichefin, Jordan, geh du voran, so. Du wirst der Premierminister, und wo natürlich Marine Le Pen vollkommen recht gehabt hat, gegen den derzeitigen Premierminister Attal ist ja Jordan Bardella eine Lichtgestalt. Der Herr Attal, nichts gegen Homosexuelle, ich bin es ja selber, aber der Herr Attal hat als Premierminister eine einzige Personalentscheidung getroffen, die seines Lebensgefährten zum Außenminister zu machen. So, die Zeiten von Madame Pompadour, wo du deine eigene Familie und deine Liebhaber untergebracht hast im Versailles-Palast, sind aber auch schon seit 300 Jahren unter der Französischen Revolution vorbei. Also diese Überheblichkeit, die dieses französische System Macron und Attal allen Leuten gezeigt hat, ich erinnere Pensionsreform, die in Wahrheit bis heute ihm anhängig ist, dem Macron, die hat sich nun gerecht. Und was ist jetzt passiert? EU-Wahl Platz 1, erste Wahlauseinandersetzung, Nationalversammlung Platz 1, und du machst das Drittel voll mit dem Punkt nächsten Sonntag. Es wird sich in den Wahlergebnissen nichts anderes ändern. Es wird tendenziell nur noch stärker werden für Marine Le Pen, weil die Leute sagen, gut, wenn das System es wirklich hören will, dann starten wir den Rassemblement National auch noch gleich mit der absoluten Anhörung. Was natürlich dann schon ein Problem sein wird, ist bei der Regierungsbildung mit diesem Linksblock, der wo halt jetzt wirklich für Konservative nicht wählbar ist. Also das heißt, Marine Le Pen wird nochmal gewinnen, und dann ist halt die Frage, wie diese Regierungsbildung erfolgen wird, weil das ist, glaube ich, das Problem, was wir jetzt auch in vielen Ländern sehen werden, auch in Europa sehen werden. Ich glaube, wir werden es auch ein bisschen in Österreich sehen. Du hast dann eine eher rechte, eine extrem, aber doch sehr dezidiert rechte Seite, und die linke Seite rutscht eher nach links, und damit sind natürlich die Überschneidungsmengen in Ländern, wo man auch Koalitionen hat, wenn man kein Mehrheitswahlrecht hat, sind nicht wahnsinnig groß. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, Kickl und Babler, da muss man sich fragen, wo können sich die noch treffen? Also eigentlich vielleicht noch, also da würde ich jetzt dem Herbert Kickl eine vielleicht etwas linke Wirtschaftspolitik unterstellen, vielleicht noch irgendwo in wirtschaftlichen Gefilden und sie ein bisschen was verstaatlichen, aber alles andere, da wird man zum Beispiel mit der Migration einfach überhaupt keine Überschneidungsfläche mehr haben. Die Migration wird zwischen Kickl und Babler kein einziger Punkt. Kein einziger Punkt, also wie will man da eine Regierung bilden? Die Babler ja in Wahrheit auch dafür steht, dass vor 2 Wochen Doskozil, Obergrenze, Asyl, selbst das in der SPÖ nicht möglich war, sondern Babler eher dafür bekannt ist, lasst alle zu uns kommen, lasst alle Kindlein zu uns kommen. Wo ich mir eine Überschneidung vorstellen könnte, aber wirklich nur eine einzige, ist nicht einmal in der Wirtschaftspolitik. Da tickt der Kickl sehr wirtschaftsfreundlich, würde ich sagen, auch wenn er es nicht betont. Er betont diese Wirtschaftsexpertise, also betont er nicht. Nein. Das, was er aber betont, ist die sogenannte Sozialpolitik. Ja, weil er auch selber Sozialpolitiker war, wir dürfen nicht vergessen, der war Jahrzehnte fast schon, oder ein Jahrzehnt, Sozialsprecher im Parlament, das kann er.
In der Sozialpolitik könnte sich Sozialdemokratie und FPÖ treffen, aber das ist für eine Koalition nicht genug. Aber trotzdem, wir stehen dann irgendwann vor dem Problem, dass du auf der einen Seite eine starken der rechten Parteien hast, die linken Parteien gehen mehr nach links und man fragt sich dann bei einer Koalition, wie soll da jemals eine Arbeitsweise zustande kommen, die irgendwie Sinn macht, und wir haben es ja jetzt schon gesehen bei den Grünen und bei der ÖVP, da kommt ja auch nichts mehr raus. Ja, aber möglicherweise gibt es eine dritte Variante, die man jetzt noch nicht so ganz am Sender hat. Was in Frankreich passieren kann, sollten sie sich tatsächlich nicht einigen und Marine Le Pen und ihre rechte Gruppe keine absolute Mehrheit ergeben, gibt es noch ein österreichisches Modell, das der Expertenregierung. Wir hatten es mit Bierlein und es ist durchaus denkbar, dass das auch in Frankreich passieren könnte. Vielleicht hat Macron damit sogar spekuliert. Jetzt aber zu etwas ganz anderem, damit wir das rechte Thema auf eine andere Ebene heben. Die Sozialdemokraten, die Europäischen, stagnieren ein wenig. Die Liberalen sind ebenso eine gleichgebliebene Fraktion innerhalb des EU-Parlaments. Offensichtlich kommen die ganzen Inputs wieder nur von der rechten Seite. Diesmal ist es Herbert Kickl, mit der Viktor Orban aus Ungarn, der Gott sei bei uns, nach Wien eingeladen hat, und den tschechischen Ex-Premier Andrej Babiš. Damit hat er etwas geschafft, was unter Umständen noch für Furore sorgen könnte. Man hat eine patriotische Allianz gegründet. Immer diese großen Worte, patriotische Allianz. Warum eigentlich immer solche patriotische Allianz? Warum solche großen? Patriotismus ist aus meiner Sicht nicht mystifiziert. Achte jedermanns Vaterland, aber das deinige Liebe. Gottfried Keller, das ist Patriotismus. Wenn man sagt, es gibt Parteien, die sich zum Patriotismus bekennen, empfinde ich das als komplett normal. Ich empfinde mich selbst auch als Patriot. Ich meine, ich kleide mich jetzt nicht jeden Tag in Rot-Weiß-Rot oder meine, es gibt einen eigenen Monat für meine Nation oder meine Farbe. Soweit bin ich sicher nicht, sondern ich liebe jeden Tag mein Heimatland. Ich finde, dass die patriotische Allianz als Spruch recht gut, aber es geht ja jetzt nicht um Überschriften, sondern es geht in Wahrheit, was kommt da jetzt raus, was ist begründet worden gestern und wo endet die Geschichte. Also gegründet worden ist gestern, einzigartig würde ich sagen, dass der ungarische Ministerpräsident nach Wien kommt, auf Einladung von Herbert Kickl, dem Herrn Nehammer nicht die Hand reicht, aber er sich mit dem Kickl trifft und gemeinsam sie erklären, dass sie Schwesterparteien sind, jetzt die Fidesz und die FPÖ. Andrej Babiš, der nächste tschechische Ministerpräsident, dabei ist. Und was jetzt kommt und folgt, ist auch relativ einfach. Portugals Rechtspartei hat heute bekannt gegeben, sie tritt bei. Salvini hat am Nachmittag in einem Interview bekannt gegeben, das ist für uns eine tolle Option. Ich garantiere Ihnen, nächsten Montag nach der Wahl in Frankreich wird Marine Le Pen sagen, ja, da schließen wir uns an. Gerd Wilders wird gegen Ende der Woche dazu kommen. Wer fällt man aus? Salvini, habe ich schon gesagt. Polen. Polen ist ein heißer Anwärter drauf. Es wird im Umfeld von Viktor Orban einiges. Viktor Orban wird diese Parteien aus dem ehemaligen Osten einbringen, bis hin möglicherweise zu den Slowenen. Janez Janša, ehemaliger Ministerpräsident, möglicherweise wieder nächster Ministerpräsident. Das heißt, was ist passiert? Herbert Kickl und Viktor Orban ist das Historische gelungen, alle Rechtsparteien in Europa, bis auf einige wenige, wirklich wenige, zu vereinen und daraus die drittstärkste Fraktion zu zimmern. Das werden wir die nächsten 7 Tage sehen. Es ist gelungen, die Grünen, die europäischen Grünen und die europäischen Liberalen hinter dieser neuen Fraktion zu lassen. Die können in den Auspuff schauen beim Herrn Orban. Ja, aber erst dann, wenn das wirklich diesen Zusammenschluss geben wird. Naja, mit Verlaub gesagt. Ungarn hat 21 Mandate, Österreich glaube ich 20. Wir können jetzt ganz klar einfach, Tschechien auch, glaube ich. Es muss bis 4. Juli sein. Wir haben heute den 1. Juli. Das ist überschaubar. Das heißt,
Nein, wir werden es am Donnerstag wissen. Das ist recht einfach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Herbert Kickl und Viktor Orban in ein Wiener Innenstadthotel setzen, um bekannt zu geben, dass 17 Mandatare eine EU-Fraktion bilden. Dafür gibt sich weder Kickl noch Orban her. Also kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du ein bisschen das Innenleben bei der Parteien kennst. Was dort jetzt passiert ist, kommt gegen Ende der Woche, Anfang nächster Woche, die drittstärkste EU-Fraktion heraus. Das ist historisch. Ja, gut, ich glaube, man wird das sehen, ob das dann tatsächlich auch so ist, aber vermutlich werden sie einen Plan haben und sie werden Zusagen haben, weil sonst setzt man sich nicht dorthin und macht sowas. Und ich meine, schon ein Problem der Rechten in Europa ist natürlich diese Zersplitterung. Wir haben es ja gesehen jetzt bei den Wahlen zum EU-Parlament, wie aufgesplittert diese rechte Seite eigentlich ist. Und da gibt es dann natürlich wenig sozusagen vereinte Kräfte. Man hat es jetzt auch wieder gesehen bei den Spitzen, bei den Besetzung der Spitzenpositionen in der EU, dass da eigentlich die Rechte mehr oder weniger nicht wirklich vorhanden waren. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass dieses Lager so zersplittert ist und dass man es jetzt bis jetzt zumindest noch nicht geschafft hat, da geeint aufzutreten. Ob man es jetzt schaffen wird, ich bin da nicht so optimistisch wie Sie, man wird das sehen. Klar, dann kann natürlich Herbert Kickl und Viktor Orban sich das auf die Fahnen heften und sagen, das, was wir da gezimmert haben, ist... Herbert Kickl wird mit Harald Wilimski, der Hauptarchitekt dieser ganzen Geschichte ist, der die letzten 10 Jahre in Wahrheit das eingefädelt hat. Er hat jetzt 10 Jahre gearbeitet dafür, dass gestern das passiert ist. Wir werden es die nächsten Tage sehen. Herbert Kickl und Harald Wilimski werden aus meiner Sicht die Gruppen der derzeitigen Idee einbringen. Und Viktor Orban wird aus der europäischen Konservativen und Reformisten einige einbringen und einige bei der Europäischen Volkspartei herausbrechen. Das heißt, es wird insofern relativ spannend werden, ob dann Frau von der Leyen im Europäischen Parlament überhaupt noch eine Mehrheit hat. Das wird dann wirklich spannend werden. Aber was ich interessant gefunden habe, dass das gestern eigentlich relativ wenig mediales Echo hervorgerufen hat. Also die Deutschen haben das kurz gebracht. Das war, glaube ich, ein 3-Minuten-Beitrag im ZDF. Also es war eigentlich nicht so, dass man schon den Eindruck gehabt hätte, da entsteht jetzt wirklich was Großes Neues, was die Architektur im Europäischen Parlament wirklich eigentlich total ändern könnte, wenn sich das durchsetzen sollte. Daran liegt, dass derzeit alle Journalisten, die weiß es ja selber, irgendwo zwischen der europäischen Fußballmannschaft, europäischen Fußballmeisterschaft, der EM unterwegs sind und irgendwo am Gänsehäufel ihre Zecherln ins Wasser strecken. Also erstens, wir haben Sommerzeit und zweitens, wir haben die Fußball-EM. Ich glaube, das ist eher dem geschuldet, glaube ich. Ja. Und vielleicht haben es nicht jeder... Es ist nicht so groß aufgeschlagen, wie es eigentlich aufschlagen hätte können. Das Interesse, das außenpolitische Interesse ist halt auch sehr, muss man ehrlicherweise sagen, äußerst endenwollend. Trotzdem muss man dazu sagen, Patriotismus ist gut beim Fußball. Wir alle freuen uns darüber, dass die österreichische Fußballnationalmannschaft ganz weit vorne ist. Wir wünschen alles Gute für das Spiel gegen die Türkei. Vielleicht wäre es besser gewesen. Herbert Kickl und Harald Wilimski hätten nicht eine patriotische Allianz gegründet, sondern eine europäische Allianz. Denn, wie Macron es gesagt hat, Europa ist zerbrechlich. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV. Schlag den Groß, das provokante Quiz. Scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf UE24TV. Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum plötzlich die Rechten und das Wählen von Rechten in Europa eigentlich normal wird. Vor 20 Jahren, ich glaube es war vor 22 Jahren, hat Jean-Marie Le Pen in Frankreich keinen einzigen Sitz in der Nationalversammlung erreicht gegen Jacques Chirac. Seine Tochter, ja, ist auf dem Weg, vielleicht die absolute Mehrheit in Frankreich zu bekommen. Und das Faszinierende oder Auffallende dabei ist, dass viele Frauen eben rechts gewählt haben. Und nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland scheint es so zu sein. Wir haben auch darüber gesprochen, über europäische Fraktionen oder Fraktionen im EU-Parlament. Es gibt derzeit zwei große rechte Gruppen. Das eine ist ID mit Marine Le Pen am ganz vorne und die zweite Gruppe ist die EKR. Da ist die Chefin, die Giorgia Meloni, in Italien. Ja?
Und da zeigt sich schon das Problem der Rechten. Harald Wilimski von der FPÖ und Herbert Kickl hat zwar gesagt, in der neuen Truppe der rechten Gruppe haben wir jetzt den Matteo Salvini mit dabei. Matteo Salvini in Italien ist aber eigentlich der politische Todfeind von der Giorgia Meloni. Ja, also dann Le Pen. Sie sind in einer gemeinsamen Regierung. Ja, ja, sie sind, gut, das tun in Österreich die Grünen und die ÖVP auch. Die haben sie auch nicht besonders gern momentan. Ja, und wie gesagt, und die Frau Le Pen hat die AfD mit Alice Weidel mehr oder weniger rausgeworfen. Glauben Sie, dass es da so eine Allianz gibt zwischen den nationalen, supranationalen, extremen Rechtsradikalen? Ich glaube schon, weil man wird sich diese persönlichen Befindlichkeiten irgendwann einmal überwinden müssen. Ja, und gerade natürlich in Deutschland ist er wirklich in diese besonders dumme Aussage getappt zum Thema SS. Also das ist natürlich ein Anfängerfehler. Das ist nicht dumm, das ist eigentlich eine verbrecherische Aussage. Hat sogar die verbrecherisch. Ja, also er hat sich da sozusagen... Oder sehen Sie das auch so, dass die Waffen-SS, naja... Nein, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich gerade für einen rechten Politiker eine Aussage über die Waffen-SS zu tätigen, die auch noch ein bisschen verharmlosend ist. Das ist einfach verbrecherisch. Also es ist einfach ein unfassbarer Fehler. Und er hat natürlich damit auch Alice Weidel und die ganze AfD in eine Ecke gerückt, wo die eigentlich heraus wollen. Also wahrscheinlich müsste man, das wundert mich übrigens, warum Alice Weidel den nicht wirklich aus der Partei ausgeschlossen hat. Das ging nicht, weil er Spitzenkandidat war bei den Europawahlen, aber dann zumindest danach, weil eigentlich ist das ja schwer. Die AfD versucht irgendwie zu zeigen, wir sind doch keine Nazis, wir sind doch nicht so rechts, man kann uns durchaus wählen. Und dann hast du den Spitzenkandidat für die EU-Wahl, der so eine Aussage trifft und dein ganzes Programm eigentlich konterkariert. Das ist schon parteischädigend. Das Parteiensystem in Deutschland ist ein anderes. Das heißt, wenn du wen dort ausschließt, ihm ein Parteiausschlussverfahren, PAV, anhängst, dann kann der damit vor ein ordentliches Gericht gehen und seine Mitgliedschaft einklagen. Das gibt es in Österreich nicht. Wenn in Österreich dem Herbert Kickl so etwas passiert wie dem Herrn Krah, dann überlebt der Herr Krah genau die 3 Minuten, wo der Herr Kickl alle Landesobleute angerufen hat und gesagt hat, der ist völlig raus damit. Das ist in Deutschland leider nicht möglich oder Gott sei Dank oder was auch immer. Ich möchte es auch inhaltlich nicht bewerten. Aber daher, glaube ich, hat man sich von Krah jetzt nicht getrennt. Ich möchte es ein bisschen, ich habe eh schon genug über Krah gesagt. Ich möchte aber mich jetzt nicht in dem Krah-Bashing beteiligen. Warum? Diese Äußerung von ihm war natürlich dämlich, dumm und dämlich, weil natürlich steht außer Streit, dass die SS eine verbrecherische Organisation war. Und spätestens mit dem Beschluss 1946 der Nürnberger Richter ist das auch in Rechtskraft erwachsen, diese Titulierung. Das, was Krah gemeint hat, ich bin jetzt nicht sehr souffleur, ist, dass deswegen war nicht jeder, der dabei ist, er nannte Günter Grass beispielsweise, dann auch automatisch ein Verbrecher. Es war nicht jeder Flakhöfer ein Verbrecher, weil Josef Ratzinger, Papst Benedikt, war jetzt auch kein Verbrecher. Und das wollte er erklären. Das aber mitten in einem EU-Wahlkampf zu tun, mit Verlaub gesagt, in einer Zeitung der Italiener, ich meine, Anfängerfehler ist eher... Das habe ich vorher gemeint, völlig dämlich, ne? Dazu überhaupt eine Aussage zu treffen. Da haben Sie ja vollkommen recht, dumm und dämlich, das tust du nicht. Und das kannst du auch nicht mehr aufdifferenzieren dann auf einzelne Personen. Aber es zeigt natürlich schon, welch Geisteskind der Mann ist. Ja, das muss man schon auch dazu sagen. Marine Le Pen hat zum Beispiel deshalb auch mitgewonnen, weil sie ihre eigene Partei, wie sie es wörtlich genannt hat, entteufelt hat. Diese rechten Ausrutscher hat sie genauso. Die ganzen Krawallmacher, die es gegeben hat, innerhalb ihrer, zuerst im Front National und jetzt ihrer Bewegung, sie haben ja auch Krawallmacher ganz gern an ihrer Seite, oder? Sie haben jetzt den größten Krawallmacher Deutschlands in ihr Unternehmen zum Express geholt, den Herrn Reichelt, der ist ja auch... wortgewaltig und vor allem sucht er eigentlich den großen Skandal. Na gut, also Julian Reichel war Chefredakteur der Bild-Zeitung, die natürlich eine Boulevardzeitung ist, aber das ist der Express auch und ich würde es fast unterstellen, auch Ö24 ist jetzt nicht immer nur für Intellektuelle geeignet, sondern setzt auch durchaus auf schnelle Schlagzeilen. Also Krawall, glaube ich, ich würde es nicht als Krawall bezeichnen, ich würde es als Boulevard bezeichnen, was Julian Reichel macht und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dazu stehe ich auch, ist, dass er gegen diese linksgrüne Regierung in Deutschland auftritt, die einen unprofessionalen
Radikalität und an Wirtschaftsvernichtung eigentlich kaum mehr zu überbieten ist. Und dass er da sehr viel Gegenwind von den linken Medien bekommt, das ist irgendwie ist anzunehmen. Aber ich glaube schon, dass er damit Themen aufdeckt. Und das macht er, glaube ich, auch, und das muss man wirklich zugute halten, sehr, sehr gewissenhaft und sehr, sehr gut recherchiert und damit Themen zur Sprache bringt, die sonst nirgends vorkommen. Und das kann er gut und das fasst er gut zusammen und dadurch hat er auch einen großen Zuspruch. Und meine Meinung, was die Deutschen zurzeit mit ihrer Regierung machen, wo die Grünen und die SPD dabei sind, das ist so eine Art langsame oder nicht einmal langsam schnelle Vernichtung des Landes und man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, was sich dort gerade abspielt. Ja, trotzdem zurück eben zur Europafrage. Europa ist zerbrechlich. Jetzt feiern Sie ja, die neue Allianz, die sich da bildet, Orban, Babis, möglicherweise die BIS-Gruppe in möglicherweise Fico. Möglicherweise Fico, also der slowakische. Na, der ist nur Sozialist gewesen, wie es einen Attentat gegen ihn gegeben hat. Ja. Die letzten Jahre über Fico geredet haben, haben alle gesagt, er ist ein Rechtspopulist. Aber wie dann ein Attentat auf ihn stattgefunden hat, ich erinnere, das Schussattentat vor 6 Wochen, war er plötzlich ein Ordnungs- Aber er kommt aus der Sozialistischen Partei. Nein, ich sag's nur bei der Gelegenheit. So sehen Medien ungefähr das politische Spektrum. Jeden Tag wie der eigene Stuhl oder der Kaffeesatz wird das Spektrum neu geordnet. Der ist heute einmal rechts, der ist links. Aber zu Ihrer Frage, ob Europa zerbrechlich ist. Naja, freilich ist Europa zerbrechlich. Ja, und zwar wenn extrem. Ja, natürlich. Wenn du dort einen Jean-Claude Juncker hast, einen Olaf Scholz, eine Angela Merkel hattest, eine Ursula von der Leyen hast, die in Wahrheit jeden Tag mit dem Vorschlaghammer auf dieses Europa eindreschen, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es verletzlich ist. Ich hatte mal das besondere Vergnügen, mit dem Enkelsohn von Winston Churchill mich zu unterhalten, ausgerechnet am Tag des Geburtstages der Queen und mit ihm auf die Queen, Gott hab sie selig, anzustoßen. Und das war wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum und er ist der Chef des Hauses Spencer Churchill und so, wir stoßen an und ich sage, wie denkt eigentlich die Familie Spencer Churchill über den Brexit? Und er sagt zu mir, stell dir vor, glaubst du wirklich, mein Großvater hätte bei dem Genuss von 3 Flaschen Gin, 2 Flaschen Wein und so viele Flaschen Whisky, wäre er wirklich auf die dumme Idee gekommen, sich einen Jean-Claude Juncker vorzustellen? Damit hat man dir alles gesagt. Also die Familie eines der Gründerväters der Europäischen Union sieht im derzeitigen Personal der Europäischen Union den absoluten Super-GAU. Ich glaube, auch der Leichnam von Schumann, de Gaulle und Adenauer würden gleich reagieren, nämlich sich im Grab umdrehen. Wenn Sie sich die Frau von der Leyen anschauen, die Asylfrage ist seit 9 Jahren ungeklärt. Wir reden gerade darüber, dass in Frankreich der Kipppunkt erreicht ist. 34% für Le Pen. Der Kipppunkt in Österreich ist erreicht. Der Kipppunkt in ganz Europa ist mittlerweile erreicht. In Deutschland haben wir jeden Tag einen Einzelfall und erstochenen Polizisten vergewaltigt. Also das ist ja kein Arbeiten mehr. Wir haben eine Deindustrialisierung, unsere Automobilwirtschaft fliegt uns um die Ohren. Wir gehen in einen Wirtschaftskrieg mit China hinein, sitzen zwischen den USA und China zwischen den Stühlen. Wir haben heute eine Arbeitslosigkeit von 10% abgefeiert in Österreich. Ja, natürlich ist das zerbrechlich. Die Frage ist immer, wer sind die Hauptzündler? Und ich sage, diese neue Fraktion dient in Wahrheit dazu, diese Hauptzündler zu entlarven und es eben besser zu machen. Gut, was sehr schade ist, dass Europa zerbrechlich ist, weil ja Europa eigentlich als Friedensprojekt und nicht als Wirtschaftsprojekt gestartet ist. Nein. Also die Europäische Nein. Union? Nein? Nein. Doch. Immer als Wirtschaftsprojekt. Und zwar die Erkenntnis einer Welt. Nein. Eine geschundene Weltkriegsgeneration, Adenauer, Churchill, de Gaulle, die 2 Weltkriege miterlebt haben, haben gesagt, ja, wie kannst du Frankreich und Deutschland zwingen, nicht miteinander Krieg zu führen? Nur wenn wir sie wirtschaftlich verweben. Und das war der Ursprungsgedanke. Die Europäische Union hat sich die letzten 20 Jahre pervertiert. Eigene Währung. Gut, aber es war zumindest nicht eine Sozialunion. Ein Parlament. Nein, es war keine Sozialunion. Es war keine Sozialunion, es war auch keine Währungsunion, nein, sondern es war eine reine Wirtschaftsunion. Die Idee war, Frieden zu schaffen, auch durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Genau. Das hat sich aber mittlerweile komplett entkoppelt und man hat halt schon den Eindruck, und da muss ich Ihnen recht geben, dass in den großen Fragen da einfach überhaupt keine Linie mehr zu erkennen ist und dass das, was da getan wird, zum Teil wirklich dilettantisch ist. Und auch dieser Green Deal, also
prinzipiell Nachhaltigkeit ist eine gute Idee, aber die Umsetzung dieser einzelnen Dinge ist zum Teil so Hanebüchern und bringt so viel Bürokratie mit sich, dass man sich halt wirklich fragt, richtig, will man das? Aber natürlich ist für Österreich der Vorteil, überwiegend Teil der Europäischen Union zu sein, und wir könnten auch wirtschaftlich nicht überleben, wenn wir es nicht wären. Das, glaube ich, kann man auch völlig außer Streit stellen. Aber man muss sich schon fragen, wie positioniert sich Europa mittelfristig, um sinnvoll agieren zu können? Und da muss man ehrlich sagen, waren die letzten Jahre unter Ursula von der Leyen wirklich eher ein Trauerspiel. Die Deutschen schaffen es nicht gerade selber ab, indem sie ihre Automobilindustrie rechtlos vernichten. Und auch diese Idee, dass man ununterbrochen mehr Geld in eine Sozialunion auch noch steckt und die einen die anderen finanzieren, obwohl schon keiner mehr Geld hat. Wenn Deutschland ich das jetzt finanziert den halberten Häfen. Deutschland wird bald gar nichts mehr finanzieren, weil sie selber nichts mehr haben. Also das ist natürlich was auf die Dauer nicht funktionieren kann. Dennoch muss dazu gesagt werden, dass vieles, was jetzt gesprochen wurde, natürlich danach klingt, dass alles schlecht ist, was Europa bringt, und die Rechten und die rechten Gruppen in Europa das unter Umständen besser machen könnten. Wenn man hernimmt, Giorgia Meloni in Italien, sie hat versprochen, aus Italien eine Festung zu machen. Das ist gehörig misslungen. Lampedusa funktioniert bis heute nicht. Der Deal mit Tunesien, den sie gemeinsam mit Ursula von der Leyen abgeschlossen hat, ist eher ein Schlag ins Mittelmeer als wirklich ein großer Flüchtlingsdeal. Also man hat manchmal schon ein wenig den Eindruck, und vor allem wenn man die Werbeplakate von Harald Wilimski in Sachen EU-Wahlkampf sich anschaut, Wahnsinn Brüssel, dass diese negativen Schlagworte dazu führen, dass die Menschen wirklich extrem frustriert sind von Europa, was ja eigentlich was schlecht ist. Nein, da gebe ich Ihnen schon recht, weil Europa, egal ob jetzt als Wirtschafts- oder als Friedensprojekt gestartet ist, natürlich wirklich notwendig ist, weil es uns sonst nicht gelingen wird, in einem globalen Wettbewerb mit China, mit den USA in irgendeiner Weise zu überlegen, weil mit einem Fleckerlteppich von Nationalitäten wird das einfach nicht funktionieren. Also Europa braucht Europa als Wirtschaftskraft, aber man muss schon sagen, wir bräuchten eine viel, viel professionellere, viel besser aufgesetzte, viel weitblickendere Wirtschaftspolitik. Wir brauchen eine Verteidigungspolitik, die irgendwie Sinn machen würde, und in der Migrationsfrage, das ist einfach ein Komplettversagen. Wir schaffen es nicht, die europäischen Grenzen zu schützen, wir schaffen es nicht, die Flüchtlinge zu verteilen. Nichts davon ist umgesetzt worden in den letzten 9 Jahren, und jetzt mit dem europäischen Migrationspakt hat man versucht, ein bisschen was in eine andere Richtung zu lenken, aber die Frage ist halt, wie soll das funktionieren? Und natürlich wird man die europäischen Grenzen entsprechend schützen müssen, und das tun wir halt zurzeit unzureichend. Ich möchte ableiten die Regensburger Rede von Benedikt, sag mir, was Mohammed Gutes getan hat, sag mir, was die EU Gutes getan hat die letzten Jahre, und du wirst nichts finden. Doch, ich werde viel. Ich bin ein Verteidiger Europas. Achtung, nicht falsch verstehen. Ich bin ein glühender Europäer. Grenzen. Alles in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn über die offenen Grenzen, weil diese Europäische Union im Außenverhältnis die Grenzen nicht schützen kann, es zu einem illegalen Grenzverkehr von bis zu 60.000 allein in die österreichischen Grenzen, über die österreichischen Grenzen kommt, dann führt sich dieses sogenannte Europa, respektive die Europäische Union, ad absurdum. Wenn man die Italiener, weil sie gerade die Meloni ansprechen, erstens hat sie die Asylzahlen massiv reduziert, das sind ein paar tausend Ankünfte im ersten Halbjahr 2024, letztes Jahr waren es noch 59.000, also das zeigt schon eine Wirkung. Wenn man Italien allein lässt und sagt, oh, die sollen dort unten zwischen Apulien und irgendwo zwischen Sizilien das Armenhaus sein, wir machen uns die Hände nicht dreckig, obwohl wir als europäische Staaten, wie die Berliner ständig sagen, put, 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 kommt ins Bürgergeld, put, 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 einen richtigen Entenmarsch über zwei Kontinente machen, put, 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 sitzt der Herr Scholz draußen mit einer Likada Lampe und so, put, 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 und er sagt, na, um Gottes Willen, die Inseln in Italien sind so voll, so, dann führt sich Europa ad absurdum. Vor allem dann, wenn gerade dieser Olaf Scholz das sagt mit dem Herrn Macron in Europa. Wenn die Europäische Union mit dem Green Deal die einzige G7-Industrienation, auf die wir irgendwie noch stolz sein können, nämlich die Deutschen, so nachhaltig zerstören, dass die Hälfte klang, dass die Arbeitslose freisetzen und wir das in Österreich mit der Autozulieferbetriebe Magna, Stichwort ATS, ja auch spüren werden, diese Rezession. Entschuldige, dann ist das nicht super optimal. Und mit Verlaub gesagt, nur damit ich nicht 3 Stunden warten muss, weil ich nach Triest auf eine Krone fahre, ja, das ist es mir nicht wert, dass Frauen, Männer keinen Arbeitsplatz haben oder
im schlechtesten Fall sterben, weil die Migrationspolitik nicht funktioniert. Ich glaube, was Europa ein bisschen fehlt zurzeit, ist dieses Selbstbewusstsein, dass man die Industrien und die das was funktioniert, einfach auch stärkt. Dass wir sagen, okay, auch Deutschland hat eine Automobilindustrie, die funktioniert, das ist der Wirtschaftsmotor Europas. Wie kann man das unterstützen? Wie kann man das nachhaltiger machen? Wie kann man das auch umweltfreundlicher machen? Aber die E-Mobilität als einziges Ziel auszugeben, wissend, dass das die deutsche Autoindustrie und den Industriemotor Europas ruiniert, das scheint doch etwas merkwürdig zu sein. Und solche Dinge gibt es halt viele. Und da fragt man sich, glaube ich, Europa nicht in Frage zu stellen. Aber was hat diese Europäische Kommission der letzten Jahre jetzt getan? Und da muss man sagen, da ist man sich nicht sicher, was da jetzt an wahnsinnig sinnvollen Maßnahmen rausgekommen ist. Ob es natürlich das große Ziel ist und der Weisheit letzter Schluss, dass ich mich mit einem Viktor Orban ins Bett lege, der ja im Endeffekt auch nichts anderes macht, als die Flüchtlinge aus Ungarn nach Österreich weiterzuschicken. Nach Serbien abzuschieben? Nein, die kommen... Die meisten schiebt er nach Serbien ab und die bei MSU-Boote entkommen, kommen nach Deutschland, weil in Deutschland, wie gesagt, Olaf Scholz put, diesen macht vom Plottensee aus. So, noch einmal, Viktor Orban hat 30 Asylverfahren. Warum? Weil er keinen Ungarn bleiben will. Dort, wo keine Sozialleistung, da bleibe ich nicht. Also, was haben wir jetzt? Haben wir ein Sozialasyl oder ein Gewaltasyl? Wir haben ein Sozialasyl, weil die Leute, wenn sie nur Gewaltfreiheit suchen, dann warten sie in Griechenland, im Kosovo, überall gut aufkommen, in Serbien, in Kroatien, denn das wollen sie alle nicht. Sie wollen explizit nach Deutschland, das ist das Ziel 1-Gebiet, oder zur zweitgrößten Sozialleistung nach Österreich. Und dort suchen, gehen sie auch nicht nach Gramat-Neusiedl oder nach Wolfsberg, sie gehen nach Wien. Ja, aber das kann man den Leuten selbst nicht vorhalten, weil dass sich jeder optimiert in seiner Welt, das ist ja völlig normal. Es ist nur die Frage, welche Anreize setzt man? Und setzt man so viele Anreize, bis die Infrastruktur das nicht mehr übersteht, wie wir es jetzt zum Beispiel in Wien haben, im Thema Wohnungsbereich, im Thema Schulbereich. Ja. Und weil Sie vorher immer wieder darauf referenziert haben, wie viele Frauen die Rechten wählen. Das ist aber auch genau ein Bildungsthema, weil man natürlich, wenn ich heute mein Kind in eine Volksschule in Wien geben möchte und ich habe dort 60% Kinder, die nicht Deutsch sprechen, dann betrifft das vielleicht heute auch noch die Mütter mindestens genauso stark wie die Väter. Und dann sagt man, da läuft was falsch, wir haben ein Thema. Also ich glaube, genau dieser Weg über die Bildung, die zurzeit überhaupt nicht mehr funktioniert, zu den Rechten bei den Frauen. Das ist, glaube ich, ein relativ oft beschrittener, wo man dann irgendwann mal sagt, okay, ich habe keine Chancengleichheit und mein Kind hat deutlich weniger Chancen als die Generation davor und deswegen wähle ich nicht mehr die Linken, weil offenbar kriegen sie es nicht in den Griff. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Es ist jedenfalls ein spannendes Projekt, was von der FPÖ in Wien jetzt gestartet wurde. Und wir werden natürlich auch in den kommenden Tagen und vor allem am kommenden Sonntag nach Frankreich blicken. Ich danke vielmals, Dankeschön. Herr Schütz, für diese Diskussion. Danke vielmals, Gerald Groß. Danke. Und einen schönen Abend noch.